walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu Folge Nummer 10 vom Playthrough von The Taken King. Wir spielen Patrouille des Grauens und gehen dazu wieder auf das Grabschiff der Char. So, und schauen mal, was uns dort dann heute erwartet. Auf und davon. Hielt diese große Rede darüber, wie stolz er sei und wie gut der Grabschifffeldzug lief und, naja, du weißt ja, wie er ist. Naja, wie auch immer, er überreichte mir auch diese Liste hier. Orte, an denen Patrouillensignale aufgestellt und getestet werden sollen, wenn wir diesen Kahn unter Kontrolle bekommen wollen. Du stellst sie auf und du testest sie. Ich leiste dir Gesellschaft. Alles klar, alles klar. So, also, und jetzt oben auf der Liste hier. Ist ein Infosignal. Wird uns über die Sachlage, Truppenbewegungen, Gefechte und so weiter auf dem Laufenden halten. Wo geht's du hin? Hast den Markierer. Auf geht's. Ich habe den Markierer. Da geht's lang. Ja, okay, alles klar. Und? Zack. Okay. Aha. Das Signal erreicht uns laut und deutlich. Tatsächlich habe ich schon was. Ein Brenngebiet für dich. Sieh dir das Gekämpfe mal an. Erkunde das Gefecht. Welches Gefecht? Hä? Ja, wie jetzt? Was soll ich jetzt machen hier? Das funktioniert so ja schon mal nicht, ne? Ich stehe direkt, aber genau direkt auf diesem blöden Punkt. Aber es tut sich nichts, deshalb bin ich von der Überzeugung, dass ich da weiter hoch muss irgendwie. So. Aha. Da kommen wir der Sache schon näher. Hm? Aha. Da haben wir unseren Punkt gefunden, oder? Oder noch eins höher. Noch eins höher. Nein, 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 nein. Oh, ernsthaft. Nein. Ach Mensch, alles da. Speedrun. Oh, jups. Aha. So, es hieß zwar nur erkunden, aber ich greife einfach mal mit ein. Die Daten sind gut. Die zweite Markierung sollte auf deinen Geist heruntergeladen worden sein. Infosignale sind übrigens Ikoras Lieblinge. Hab noch nie eine Frau getroffen, die so sehr auf Umgebungstemperatur und Energiemesswerte stand wie sie. Ein Fall für den Galahorn.
Galahorn, Curveball, boom, yay, Strike. Guten Tag. So, alles klar. Weiter geht's. Ab im Business. So, guten Tag. Auf! So, hier waren wir ja schon mal unterwegs. Markierung steht. Die Eierköpfe lieben diese Spähmissionen. Ich sehe sie nur als eine Gelegenheit, die müden Knochen zu strecken. Ich übertrage dir die Daten von ein paar Ausschlägen in der Nähe. Ab mit dir. Ausschläge? Ne? Kinderkrankheiten. Ja, okay. Dann übertrag halt deine Daten. Ladung angesammelt. Alles klar. Ich glaube, dieses blaue Ding da. Jawohl, genau, das blaue Ding da. Hey. Moment, was? Und hier stehen bleiben. Oha. Ne, ich muss dann von Ding zu Ding hüpfen und dann da 100% erreichen, oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Wie soll das funktionieren? Aha, das ist ja einfach, mal zwischen den beiden hin und her springen. Oder auch nicht. Oh, das ist viel zu weit weg. Ich verliere viel zu viel Prozent. Okay, auch nicht. Ich wollte dir einen Witz mitgeben. Ah, aber dann fing Aris an, über die Pfade in die Dunkelheit zu schwatzen. Oder sowas in der Art. Er hat mich abgelenkt. Egal. Noch ein Signal. Wenn du so nett wärst. Na dann. Ein besessenen Jagdsender. Kann ich hier eigentlich mal Sparrow rufen? Das wäre natürlich geil. Hoffentlich kommt es noch, dass ich das kann. Ne, Wand. Auf! Ella, mein Freund. Hey, wir haben gleich Level Up, also heißt Level Up, Lichtlevel, Punkt Up. Oder wie auch immer man das nennen mag. Da. Da kommt was rein. Ah ja, das ist gut. Ich bekomme gerade was über besessenen Rundgänge auf dem Schiff rein. Wir haben bereits einen Hotspot an Bord. Werde die Fäule los, Hüter. Kaboom! Die Fäule soll nicht loswerden. Erst werden wir von Ausschlägen, dann von Fäule. Ah ja.
Was war das? Ne? Darüber, richtig? Okay, wie komme ich darüber? Da rein? Aber wie? Nee, niemals. Wie denn? Gegners. Aber nein, 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 das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Die Gegner. Hä, wie genau soll ich denn da rüberkommen? Da muss ich da runter. Nee, da runter muss ich bestimmt nicht. Also ich bezweifle ganz stark, dass das funktionieren wird. Aber hey, ja, was soll ich machen, ne? Das, der Pfeil zeigt nun mal dahin. Also, auf geht's. Ja, das sehe ich schon, das reicht nicht. Wenn ich jetzt ein Jäger wäre, dann hätte es gereicht, aber als Warlock, was? Wie denn das? Ja, alles klar, und ich spawn wieder da. Woo! Geiler Scheiß. Hallo, Überraschung, bin hinter dir. Lichtpartikel, Level up. Alles klar, also probieren wir es dann doch mal außenrum, weil über die Schlucht scheint ja nicht der richtige Weg zu sein. So, dann irgendwie hier rum. Das ist ein Spawn, da geht's nicht rein. Hallo. Alles klar. Ich bin immer noch verwirrt. Ich meine, in die Richtung kann es nicht gehen. Das geht von dem Punkt weg. Habe ich da drüben irgendwas übersehen? Und hier kann ich auch nicht entlang laufen. Tja, dann vielleicht. Da vorne jetzt links irgendwie. Tja, ich habe ernsthaft keine Ahnung, was ich da tun soll und wie ich das tun soll. Ha, jetzt kommt da ein Schiff. Lass mich doch da überfliegen. Was? Lächerlich, 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 lächerlich. Okay, Leute, ihr habt's gesehen. Ich, ja, ich weiß, ich hab keine Ahnung, was das war. Und was genau das jetzt ausgelöst hat. Aber auf jeden Fall ist jetzt gerade ein Char-Schiff vorbeigekommen und... Da, bitte bleib da, bitte bleib da. Ja. Jawohl, ja. Oh, was ein Kampf, ey. Was soll das, Mann? Ich war doch da schon. Ich bin doch da über den Abgrund schon drüber gesprungen. Das Ding ist nicht gespawnt. Nee. Naja, keine Ahnung. Hoffen wir, dass wir da nie wieder lang müssen. Fragment. Oh, yeah. Fragment. Die Fragmente sind meiner Meinung nach, oder ich denke mal, sowas wie tote Geister. Also es gibt jede Menge davon, laut Grimoire.
Kleine Würmer. Hallo Würmer. Nein, nein, nein. Nein, warum sind die jetzt weg? Muss ich die töten, damit ich Wurmfragmente bekomme? Oder aufessen, oder was muss ich mit denen machen? Alles klar, ja, wahrscheinlich muss ich jetzt darüber. Ja, sprich mit mir, Geist. Zeig nicht nur, dass du sprichst, sondern sprich mit mir. Ja, das wird wieder ein Fail. Oder auch nicht. Hä? Naja, okay. Hat funktioniert. Frag mich nicht wie, aber hat funktioniert. So, hier muss ich wohl besetzen eliminieren. Ja. Das ist ärgerlich, dass ich jetzt gerade mein Super angesetzt habe wieder. Okay. Er ist 25%. Also, dann machen wir mal 400. Jetzt 45 schon. Alles klar. Kadu. 65. Oh, ich hasse diese Typen. Halt still! Arschen kann ich mir selber. Ich renne. Sind um 90, 100. Oh. Jetzt nicht der Ballrock, es ist der Ballbock. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, renne schon wieder. Hör mal auf damit, ey. Was ist denn da los, ey, mit dir? Trink mal ein Wasser oder so. Alles klar. Ey, ich bin die ganze Zeit am Brennen. Das gefällt mir doch nicht. Glitch. Verpiss dich von mir, ich weiß genau, dass du explodieren willst, wenn du da bist. Ja, hinter mir ist Feuer, das zeigen diese kleinen Symbole wunderschön. Ne? Beruhig dich doch mal wieder, ey. Schlimmer als in der Hölle hier, Mann. Los jetzt. Aus und vorbei. Weg mit dir. Das besessenen Pack dann auch erledigt. Legendäre Marken. Hallo. Ach, Zavala wird immer ganz motzig, wenn du wichtigere Dinge zu tun hast, als Signale aufzustellen. Das war heute kein Problem. Komm zurück. So, ich gucke mir den Saturn noch ein bisschen an und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben. Und schaltet wieder ein, wenn wir die nächste Mission spielen. Ich denke, ein paar dürften noch kommen. Und ja, in diesem Sinne, haut rein. Euer Alomo.